Darauf erst erweitern. 6. Der Hass Gemeindejagd, freiwillige Verpachtung an die Jagdgesellschaft Wibuch und Festlegung des jährlichen Jagdpachtentgeltes. Wir haben jetzt nachgeschaut in den Formulierungen, damit wir da keine Formalfehler machen, würde ich bitten, dass wir diesen Punkt umbenennen in Festlegung des jährlichen Jagdpachtschillings, weil das heißt leider immer noch so. Und deswegen bitte ich um Zustimmung, dass dieser Tagesordnungspunkt umbenannt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte meine Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Dankeschön, einstimmig. Und dann komme ich zur folgenden Erweiterung. Als neue Tagesordnungspunkt 4, weil wir dafür unseren Bauamtsleiter brauchen. Erweiterung der Renaturierung Wibuchbach, Auftragsvergabe und Planergänzung. Da hat es vorige Woche eine Besprechung gegeben, wo ich leider nicht die ganze Zeit anwesend sein können, weil es auch um gleichzeitig eine Veranstaltung in der Paradestraße gehört, also die Buslinien stattgefunden hat und der Bauamtsleiter war die ganze Zeit dabei und wird uns das deswegen näher bringen, da gibt es eine Änderung, eine Verbesserung bei der Renaturierung des Wibuchbachs. Wer mit der Aufnahme einverstanden ist, bitte mein Zeichen der Zustimmung als Tagesordnungspunkt 4. Gegenstimmen, Enthaltungen, Dankeschön, einstimmig angenommen. Neuer Tagesordnungspunkt 10. Im öffentlichen Teil die Mikro-ÖV-Förderung und Busmobil-Förderungsvertrag zwischen dem Land Steiermark und der Marktgemeinde Wibuch. Das habe ich letztes Mal schon berichtet, das haben wir nicht beschlossen. Es ging darum, dass es eine Besprechung gegeben hat beim Landesrat Lang und wir erst in vorige Woche am Mittwoch, glaube ich, den erlösenden Anruf bekommen haben, dass die Kindergartentransportleitung in den Busmobil-Förderweg bleibt. Deswegen haben wir diesen Vertrag jetzt auf der Tagesordnung und ich bitte um die Aufnahme des Tagesordnungspunkts 10, der damit einverstanden ist. Gegenstimmen. Enthaltungen. Dankeschön. Punkt 11 ist ein Punkt, der von den Grünen eingebracht worden ist, von der EWI, eine Resolution an die österreichische Bundesregierung bezüglich Lehre für Asylbewerbende. Wer mit der Aufnahme einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen. Enthaltungen. Danke, einstimmig aufgenommen. Im nicht öffentlichen Teil kommt ein neuer Tagesordnungspunkt 12, eine Grundabtretung, die ich jetzt noch nicht weiter ausführen kann, das wird euch vorliegen, oder? Ja. Wer mit dem Tagesordnungspunkt 12 als auch aufgenommen werden soll, einverstanden ist, bitte mal zeigen, Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke. Der neue Tagesordnungspunkt 13, da geht es um einen Vertrag mit Land Steiermark, wer damit einverstanden ist, bitte mal zeigen. Gegenstimmen, Enthaltungen. Unter Tagesordnungspunkt 14, habt ihr auch vorliegen, geht es um Rückholbeck, wer damit einverstanden ist, bitte mal zeigen. Zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke, ist auch einstimmig aufgenommen auf die Tagesordnung. Und ich darf zum Tagesordnungspunkt 1 kommen. Ein erfreulicher Tagesordnungspunkt, angenommen neuer Gemeinderatsmitglieder. Darf bei diesem Punkt anmerken, dass eben uns leider einige Gemeinderatsmitglieder verlassen haben, sie haben uns verlassen. Von der Seite der ÖVP, der Gemeinderat Wiesenhofer, von Seite der SPÖ, der Gemeinderat Weiß, Jauschneck und die Sonja Meixner-Gabert. Und für keiner Zusammenhang von der ÖVP ist heute noch nicht anwesend, es wird in der nächsten Sitzung der Markus Wendwig nachfolgen, als Gemeinderat kommt, aber erst in der nächsten Gemeinderatssitzung. Und von Seite der SPÖ dürfen wir heute schon den Herrn Ingenieur, Diplom-Wirtschaftsingenieur Joachim Seifried, als neuen Gemeinderat angenommen. Darf ihn herzlich bei uns begrüßen und ihn zu dir bitten. Genau. Also für das gleich gewordene Gemeinderatsmandat anstelle von Herrn Thomas Weiß haben diverse Ersatzmänner der SPÖ die Einberufung im Gemeinderat abgelehnt, beziehungsweise sich von der Liste der Ersatzmänner streichen lassen, sodass bis dato die beiden vakanten Mandate von Herrn Weiß und Herrn Jauschneck besetzt werden können. Daher, also das war nachher, für das freigewordene Mandat von der Frau Sonja Meixner-Gabert ist eben der Herr Diplom-Ingenieur da. Und ich darf jetzt bitten, nachdem ich das verlesen habe, in die Hand mit den Worten, ich gelobe, das Gelöbnis abzulegen. Ich gelobe der Republik Österreich, dem Land Steiermark, unverbrüchliche Treue zu bewahren, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze gewissenhaft zu beachten, meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die Amtsverschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Und dies ist mit den Worten, ich gelobe, abzulegen. Ich bin hier. Herzlich willkommen. Gute Zusammenarbeit. Vielleicht eine kurze Vorstellung für alle, die Sie noch nicht kennen. Ja, okay. Mein Name ist Joachim Seifried.
wohne in Dieburg seit 10 Jahren mittlerweile. Ja, beruflich bin ich tätig bei der Handels AG als Projektdirektor. Ja, und ich freue mich einfach. So, ja, herzlich willkommen, wir jetzt auch. Ja. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, Nominierung in diverse Ausschüsse und Verbände. Der, wenn es euch genehm ist, weil es haben nur die Austausche dabei von seitens der ausgeschiedenen SPÖ-Mitglieder auf die anderen, es liegt die Liste vor, die können wir hinauf projizieren. Ist es für alle in Ordnung, dass ich einfach den die Wahlen der Mitglieder sind mit dem Stimmzettel durchzuführen, es sei denn, der Gemeinderat fasst einen einstimmigen Beschluss, die Wahl durch Erheben der Hand zu führen. Sind alle damit einverstanden, dass wir mit Handzeichen wählen? Dann bitte jetzt um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen. Dankeschön. Und ist das jetzt weiterhin für einen okay, dass ich den jeweiligen Ausschuss vorlese? Er wird hinaufprojiziert, ohne die einzelnen Namen zu verlesen. Und ich stelle einfach den Antrag pro Ausschuss. Ist das für einen okay, um Zeit zu sparen? Ich stelle den Antrag, die Neunominierungen der SPÖ-Prüfungsausschuss zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, ein Zeichen der Zustimmung bitte. Gegenstimmen, Enthaltungen, einstimmig. Dann kommen wir zum Kultur- und Informationsredaktionsausschuss. Ich stelle den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, einstimmig angenommen. Wirtschafts- und Budgetausschuss. Ich stelle den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, gibt ein Zeichen der Zustimmung. Es kommt als Ersatzmitglied der neue Gemeinderat zum Sonntag. Gibt es da jetzt. Was bitte? Achso. Ja, dann. Also Wirtschafts- und Budgetausschuss haben wir jetzt abgestimmt, dann gehe ich noch einmal zurück zum Prüfungsausschuss und erwähne dort noch einmal in der vorliegenden Form, habe ich gesagt, deswegen ist es der Antrag, die neue Nominierung der FPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, ist einfach ein Tausch von Ersatzmitglied zum Mitglied und Mitglied zum Ersatzmitglied. Wer ist Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann ist das auch einstimmig angenommen. Dann gehe ich weiter zum Sportausschuss. Ich stelle den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, Dankeschön. Dann kommen wir zum Umweltausschuss und Sozialausschuss. Ich stelle wieder den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, einstimmig angenommen. Und dann kommen wir zum Fraktionsvorsitzenden, der ist nicht zu beschließen, da ist von Seiten der SPÖ das Vorstandsmitglied Josef Sund als Fraktionsvorsitzender, der erste Vizebürgermeister Simon Gruber als Stellvertreter geändert worden. Aber es ist bereits bekannt gegeben worden, es ist nicht zu beschließen. Dann kommen wir zu den Verbänden. Abwasserverband Liebochtal, da hat es eben auch aufgrund dessen Änderungen gegeben, steht den Antrag der Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wer dann einverstanden ist, kleiner Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen. Enthaltungen einstimmig angenommen. Für den Wasserverband Sölden-Liebach stelle ich den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wie vorliegen, wer damit einverstanden ist. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Dann kommen wir zum Wasserverband Keiner Regulierung Mooskirchen. Ich stelle auch da den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte einfach nur zustimmen. Gegenstimmen. Enthaltungen, Dankeschön, einstimmig angenommen. Sozialhilfeverband Graz Umgebung, stelle ich den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen, wer damit einverstanden ist. Gegenstimmen, Enthaltungen, Dankeschön. Abfallwirtschaftsverband Graz Umgebung, stelle ich den Antrag, die Neunominierung der SPÖ zu beschließen, wer damit einverstanden ist. Gegenstimmen, Enthaltungen, Dankeschön. Und wir sind beim Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband. Auch da bitte ich, um die Neunominierung der SPÖ zu beschließen. Bitte um ein Zeichen der Zustimmung.
Gegenstimme. Enthaltungen. Auch einstimmig angenommen. Danke für das, dass wir diesen Punkt so rasch abhandeln können. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Genehmigung und Verwertung des Sitzungsprotokolls. Es ist ein Änderungswunsch, der ein Fehler in der Protokollführung eingearbeitet worden ist, nicht zu beschließen. Deswegen, ich glaube, es ist abgesprochen mit den Fraktionen, denen es aufgefallen ist. Dankeschön. Mhm. Und da keine schriftlichen Einwendungen erhoben wurden, gilt die Verhandlungsschrift als genehmigt. Und ich darf die Schriftführer bitten, wenn es keine jetzigen Einwände gibt, das zum Verfertigen. Meine hat nicht geschrieben. Worum geht's? Das hier läuft mich an. Oh mein Gott, kein Dank. Jetzt so gesehen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, Renaturierung Liebhoffenbach Klusenbach. Ich begrüße unseren Bauamtsleiter bei uns und darf den Herrn Ingenieur um Ausführungen bitten. Es geht in Wirklichkeit hauptsächlich darum, dass die Renaturierung weitergeführt wird, das ist zur Wackerstraße. Okay, vorige Woche am Montag um 12. haben wir Auswärtsverhandlung gehabt, die Renaturierung Liebhoffenbach, und zwar vom Rückhaltebecken. Anschließend aber bis zur B70, bis zur Backerbunde. Das Projekt ist jetzt mehr oder weniger genehmigt worden und im Zuge der Begehung. Wenn man da die ganze Geschichte angeschaut, wie und was in weiterer Folge zu machen wäre, und da haben wir erzählt, dass im unteren Bereich, wo die GKB schon die Bahnbrücke Richtung Wies ausgebaut hat, dass dort ein Teillaufer ausgebaut ist geworden. Und es wird jetzt versucht, dass wir diese Kosten, die jetzt Rom anfallen bei Rollkollebecken, der macht wieder mein Rat, von 150.000 Euro, dass die eventuell, wenn es möglich ist, mit den Rollkollebecken abgerechnet werden, also dort mitgebaut wird das Projekt, dann könnte man diese Kosten im Gegenzug auf der Verlängerung von der B70 runter Richtung Bahnbrücke dort verwenden. Voraussetzung ist, dass sozusagen analog für den bestehenden Projekt das Profil überprüft wird, in Verbindung mit den Maßnahmen, die gebaut werden. Da muss man schauen, dass das Fachprofil, das jetzt passrechtlich und Konsens hat, mit der Renaturierung, also Renaturierung heißt Umbau, das kommen unten die Sollsteine aus, und das werden dann sozusagen Wasserbausteine eingebaut, das heißt, du baust eine Bremse ein, das Wasser kriegt eine gewisse Bewegung und dadurch ist die Fließgeschwindigkeit gut und dann unterschritten und dann wieder mal schön. Und das muss aber jetzt rechterisch nachgewiesen werden, damit es keine Einflüsse auf die anderen Grundstücke hat. Das heißt, diese Maßnahme muss dann nachweisen. Und da haben wir jetzt vereinbart, dass die Planer das mit denselben Kosten von Rom mitmachen würden. Und das heißt, das rechnet einfach auf Laufmeter, das kann jetzt nicht so unmöglich, wie das kostet, aber zumindest. Das legst einfach auf die Länge um. Wenn ich sage, oben ist ein Kilometer, unten 500 Meter, dann sind es in dem Sinne die halben Kosten. Wird es von der Planungsseite mitgemacht werden und dann könnten wir es weiter mit ausbauen. Das heißt, die Wasser wiederum ist so gestaltet, dass diese Maßnahmen mitgemacht werden kann, wenn die entsprechenden Planungsgenommen vorgelegt werden. Das heißt nicht die halben Kosten, sondern 50% des ganzen Projektes sind aufgeschlagen. Ja, wenn unten 500 Meter sind, oben 1000 Meter, dann ist es die Hälfte. Ne? Kostet das ganze Projekt noch 50% mehr? Nein, dann kostet. Dann wird es wahrscheinlich 50% kosten. Die Projektkosten sind dann 50%. Oder 1,5%. Das Gesamte ist es dann 1,5. Danke. Okay, passt. Oder 1,3, was ich immer. Ne? Der Antrag würde wie folgendermaßen laufen, vielleicht werden schon einige Fragen. Gemeinde natürlich die Auftragsvergabe der Planergänzungen an Dr. Simbeni und das Büro Egenus sowie die Finanzierung der erweiterten Renaturierungsmaßnahme durch die im Voranschlag 2018 vorgesehene Summe von 150.000 Euro beschließen. Das heißt, es kommt nichts Neues dazu, weil die anderen Kosten bereits mit dem Projekt
Becken soweit in Lochbach-Losenbach abgedeckt werden. Voraussetzung ist, dass wir sozusagen die so weit weiterbauen, soweit im Mittel vorhanden sind. Sollten da oben, was weiß ich, sagen, 100.000 überbleiben, dann wird es so sein, dass wir das ganze Projekt da unten in dem Bereich fertig bauen könnten, dann wären wir bis zur Bahnbrücke fertig ausgebaut. Gibt es da noch Fragen dazu? Nichts überbleibt. Wenn nichts überbleibt, haben wir nichts. Ja. Dann sind wir die Planung. Dann ist da die Planung, dann könnte man so machen, dass ich sage, ich habe den Wasserrechtskonsens, die Überbrückung bis nächstes Jahr im Oktober. Das weiter streckt. Das heißt, man könnte es dann in der Vorschau nächstes Jahr, also 19 reinnehmen, dann war es nächstes Jahr im Vorjahr. Und dann habe ich noch immer den Wasserrechtskonsens, weil die Kollatierung, also die Abnahme, wird das, die machen wir dann bis Herbst 19, müsste es dann gemacht werden. Also noch Fertigstellung. Ne? Also auch das also wäre möglich, soweit man es abstreckt. Also vereinfacht so ein bisschen die Genehmigung vor, dass man nicht nur bis zur Baggerstraße, sondern ganz den Lieberbach renaturieren, geht es sich mit den vorhandenen Mitteln teuer aus, wie es heuer gemacht, geht es sich nicht aus, müssen wir schauen, ob sich im Vorschlag 2019 Platz findet. Ja.